Hi YouTube und willkommen zu einer neuen Folge im Biotech City. So, diesmal stelle ich euch das voll eingerichtete Rathaus vor. An der Fassade hat sich auch noch etwas getan. Jetzt habe ich hier die ganzen Redstone Torches versteckt. Und ja, es sieht jetzt auch viel ansprechender aus. Nicht nur vorne, sondern auch hinten habe ich das Rathaus vorhin verkleidet. Und zwar hier, das Treppenhaus. Und ja, das sieht jetzt viel passender aus und es fließt jetzt so ineinander. Gut. Ja, beim Einrichten hatte ich ganz starke Unterstützung von Listen und Rapsen von 1337 Game TV. An die möchte ich nochmal speziell Danke sagen und es hat echt Spaß gemacht. Und ja, jetzt sind wir hier in der Eingangshalle. Da hat sich eigentlich nichts verändert. Und hier hinten geht es dann hoch. Also, willkommen im Rathaus. Es hat 12 Etagen, 30 Arbeitsplätze und allein zum Einrichten haben wir zu dritt 3,5 Stunden gebraucht. Also das ist sehr, sehr, sehr beachtlich und es hat auch sehr Spaß gemacht mit denen zwei. Wir haben das immer so gemacht, dass wir pro Stockwerk einen einrichten lassen haben und ja, das kam dann dabei raus. Hier ist die Eingangshalle, also der unterste Stock, den hat der Rapsen gebaut. Und links und rechts sind dann die Fahrstuhlschächte. Da kann man dann nach unten gehen. Ja, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. So als kleines Eingangsding. Ja, gehen wir mal weiter hoch. So. Das Einwohnermeldeamt. Das war die Etage 2 mit 6 Arbeitsplätzen. Das hat auch Rapsen gebaut. Und ja, also hier kommt man mal rein und dann kann man da jetzt zum Beispiel irgendwelche Anträge holen lassen oder keine Ahnung. Ich weiß gar nicht, was man genau macht in einem Einwohnermeldeamt. Ich glaube, da werden da alle neue Leute, die hinzuziehen oder falls neue Kinder geboren werden oder sowas. Das wird hier, glaube ich, notiert. So, hier ist auch eine Wand. Hier die Dane auch noch. Da kommen alle Leute hin, die mir beim Bau der Stadt geholfen haben. Und bis jetzt stehen Sergei, Robson, Listen. Später muss ich Lambolite und Fraggle auch noch hinzufügen. Die habe ich jetzt ganz vergessen, fällt mir ein. ja, dann kann man hier wieder durchlaufen und das war das zweite Stockwerk. Jetzt folgen noch 10 weitere. Ja, das WC ist in Etage 3. Mich haben erst wieder mehrere Leute gefragt, warum ich denn nie Badezimmer mache. Und ja, das kam dabei raus. Das hat aber auch Rapsen gebaut. Pink steht für die Frauentoilette und Blau für die Männertoilette. So. Hier kann man seine Hände waschen. Und hier nochmal. Und hier hat es lauter einzelne Klos. Ja, sieht eigentlich so fast überall gleich aus, glaube ich. Ja. Mit tollem Ausblick da hinten auf die anderen Häuser. Und ja, gehen wir auf die Männertoilette. Hier mit Pissoir. Und dann auch wieder die ganz normalen Klos. So. Ja. Dann lasse ich das, nein, ich mache die Türe wieder zu. So, von hier aus hat man auch schon Dane einen Blick auf das Restaurant. Und jetzt kommt die Cafeteria, das ist die Etage 4 und hat 2 Arbeitsplätze. Das ist auch hier das Ende von dem Treppenhaus außen. Ab sofort geht das Treppenhaus innen weiter mit so einer Art Wendeltreppe, die Listen gebaut hat. Und ja, also hier sind wir in der Cafeteria. Die habe ich gebaut. Man kann hier Currywurst, Gemüseburger, Pommes, Chefsalat. Alles was es gibt, kann man hier essen. Relativ teuer, aber naja, das gehört sich so. Hier hin, ja, eine kleine Küche. Und hier hat Sitzplätze. Man kann aus die, von jedem Stockwerk aus kann man hier in das erste Stockwerk runter. Das haben wir einfach gemacht, dass man nicht die ganzen Treppen zum Schluss runterlaufen muss, weil das doch ziemlich anstrengend ist. Ja. Etage 5.
Da gibt es drei Arbeitsplätze und es ist das Finanzamt. Also eher etwas Langweiliges. Das hat Listen gebaut. Ja, alles rausgeholt, was ging bei dem Finanzamt. Hauptsache viele, viele Bücher und Arbeitsplätze. So, Tür zu. Ah, da vorne kann man schon das nächste Gebäude sehen. Ich habe hier nochmal, das wird ein Hotel angefangen, also von der Fassade her. Und mal gucken, was daraus wird. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus und ja. Da drüben steht nochmal ein anderes Haus, das wird ein Wohnhaus. Das Ganze ist halt immer ziemlich aufwendig zum Einrichten, weil man pro Stockwerk ja ein Zimmer machen muss oder mindestens zwei oder keine Ahnung, kommt auf die Größe an. Und ja, das macht auch dann nicht so viel Spaß, wenn man immer bloß am Einrichten ist. Etage 6, da gibt es zwei Arbeitsplätze und das ist das Fundbüro. Das hat auch Rapsen gebaut. Ja, viele Kisten mit ganzem Zeug drinnen. Und ich glaube, zu dem Brunnen habe ich noch gar nichts gesagt. Das zieht sich, ich glaube, bis zum 9. Stockwerk hoch. Ist auch eine sehr schöne Idee. So, die Etage 7 hat vier Arbeitsplätze. Ist das Amt für Straßenverkehr. Das habe auch ich gebaut. Ja, das sind halt immer so bestimmte Themen. Da kann man nicht wirklich viel machen. Also Schreibtische. Hier hinten hat es nochmal ein Bücherregal. Aber so in der Art. Ja. Hier kann man rüber gucken. Jetzt sind wir schon auf der Höhe von den anderen Häusern. Und wir sind erst in der Etage 7. Ja. Also es kommen noch 5. Da sieht man erstmal richtig, wie hoch so ein Gebäude wirklich ist. Also Etage 8 hat 3 Arbeitsplätze. Das ist das Standesamt. Das hat Listen gebaut. Wie ich finde, sehr schön. Also hier kann dann Bräutigam und Braut hinsitzen und da vorne steht dann ein Pfarrer. Ach nein, ich glaube, ein Pfarrer macht das gar nicht. Das ist ja im Rathaus. Da wird man dann offiziell verheiratet. Ja. Auf jeden Fall mit sehr vielen Rosen und alles, was dazu gehört. So. Dann gehen wir nochmal ein Stockwerk höher. Da ist dann schon die Etage 9 mit 7 Arbeitsplätzen. Das ist ein Biotech-Büro. Also wie man sehen kann, sieht es sehr cool aus. Das hat auch Rapsen gebaut. Ja, worum es bei Biotech City eigentlich wirklich geht, das verrate ich euch erst dann, wenn ich relativ am Ende bin. Also es kann noch ein bisschen dauern. Und da wird dann auch das große Geheimnis um Biotech aufgelöst, also um die Firma. Etage 10 ist der Tagungsraum. Das ist wirklich einer meiner Lieblingsräume, muss ich sagen. Den hat auch Rapsen gebaut. Und ja, da treffen man sich halt einfach so alle Mitarbeiter, die hier arbeiten oder die zu der Stadt dazugehören, treffen sich hier und dann werden jetzt zum Beispiel neue Sachen beschlossen wie Müllentsorgung und keine Ahnung was alles. Also ich stehe dann hier vorne, laber die ein bisschen an und hier oben ist ein Beamer, auch sehr cool. Und das hier sind Multifunktionstische. Also man setzt sich hin und wenn man was schreiben muss, dann klappt man das einfach hoch. Und ja, ich finde die Idee sieht auch sehr cool aus und die Umsetzung. So, jetzt gucken wir nochmal hier runter. Ja, wir sind jetzt immer noch höher. Und noch höher. So, jetzt sind wir ungefähr auf der Penthouse-Etage von dem Hotel da drüben. Also das Hotel hat auch 15 Stockwerke und hat somit mehr als das Rathaus. Dafür sind da drüben die Stockwerke bis 3 Blöcke hoch und hier, glaub 4. Ja, und es steht insgesamt tiefer. Etage 11. Die habe ich gebaut. Und zwar ist das das Büro von Listen und Rapsen, meine Co-Bürgermeister und Bürgermeisterin. Und ja, in denen ihre Lieblingsfarben natürlich. Sehr viel Platz haben sie und ja, ein bisschen abwechslungsreicher gestaltet. Das ist auch die oberste Etage vom Aufzug. Von hier aus kann man dann ganz runter. Und jetzt kommt eigentlich nur noch mein Büro. Und das haben Rapsen und Listen für mich eingerichtet. In der Etage 12. Und schaut euch doch das mal an. Das sieht doch richtig cool aus.
Dahinter stehen so zwei kleine Nachbildungen von dem Rathaus. Und ja, mein Büro ist natürlich auch wesentlich höher als die anderen. Ich glaube, sechs Blöcke. Und ja, sieht auf jeden Fall sehr cool aus. Also, das habt ihr wirklich sehr klasse hingekriegt. Ich habe mich richtig gefreut. Natürlich mit zwei Computern, wie das so sein muss. Und dann hier hinten noch ein paar Blümchen. Und so eine kleine Ecke zum Entspannen, falls ich mal keine Lust mehr habe, kann ich Fernsehen schauen. Ja, sehr coole Idee. Und von hier aus kann ich leider bloß hier auf das Gebäude runterschauen. Aber das ist jetzt nicht so schlimm. Sehr klasse auf jeden Fall. Und ja, ich bin gerade am Überlegen, ob ich demnächst die Mapshare auf einem Server laufen lasse. Aber da bin ich noch nicht so ganz überzeugt davon. Ich muss da noch ein bisschen drüber nachdenken und mal schauen. Vielleicht gibt es Biotech City auch bald auf einem Server. Ja. Dann benutzen wir kurz den Aufzug nach unten. So. Ich weiß noch gar nicht, was ich am Mittwoch vorstellen soll in meiner Block für Block zum Architektenfolge. Da muss ich jetzt mal unbedingt noch schauen, dass die ja nicht ausfällt. Und mal gucken. Jetzt laufen wir wieder nach unten. Es wird gerade dunkel, dann können wir das Ganze von außen nochmal anschauen. Well eingerichtet sehen die Gebäude dann doch noch ein bisschen anders aus. So. Entschuldigung, falls das ab und zu mal lecken sollte. Ich weiß auch nicht. Das liegt meistens an den Aufnahmen. Weil ich nebenzu auch noch ein paar andere Programme laufen lasse und die kann ich nicht abschalten, weil ich die brauche. Also ich hoffe, das ruckelt ab und zu nicht zu stark. Ja, also das hier ist von vorne. Sieht auf jeden Fall ganz anders aus mit den neuen Säulen da, ne? Also anstatt mit den Redstone Torches. Und ja, das Ganze ist ein bisschen aggressiver gestaltet mit den ganzen Spitzen da oben drauf. Und so, jetzt fliegen wir mal da noch so. Es sieht das ganze Ding auch so aus, als ob es bewohnt wäre, oder es sieht auch viel lebendiger aus. Also, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, mit euch zwei einzurichten, Listen und Ratzen. Und mal schauen, vielleicht brauche ich eure Hilfe bald nochmal. Jetzt zeige ich euch da nicht die Fassade von dem hier noch genauer. Das wird wahrscheinlich einer der nächsten Gebäude sein, die ich euch dann vorstelle. Aber dazu brauche ich auch noch eine Weile. So ein ähnliches Gebäude hatte ich schon mal auf einem Server gebaut. Aber naja, hier in die Stadt passt er auch ganz gut, finde ich. Das Gebäude meine ich. Jetzt laufen wir noch kurz zu dem anderen Gebäude rüber. So. Demnächst baue ich auch noch ein Stadion. Das kommt wahrscheinlich dann hinter den Gebäude da in den Berg rein. Da muss ich aber noch genau schauen, wie ich das mache und wie groß das wird und ja, sehr viel zu überlegen. So, also hier links und rechts soll so ein kleines Einkaufszentrum entstehen, also für die grünen Andeutungen da, ne? Und das in der Mitte wird das Hotel. So. Und das Besondere an dem Hotel ist, dass man immer einen Wintergarten oder ja, so das hier so eine Art Glaskuppel raus hat, indem man dann die Stadt gut betrachten kann. Oder ja, kommt drauf an, was man jetzt da reinbaut. Aber das finde ich sehr cool. Und das ist immer abwechselnd. Auf ja, im ersten Stockwerk ist zum Beispiel ist die Glaskuppel links, im zweiten dann rechts und dann wieder immer abwechselnd. Und ganz oben kommt natürlich eine große Terrasse hin, von dem man aus dann hier Überblick auf die ganze Stadt hat. Also auf das Gebäude freue ich mich schon am meisten, weil das auch ziemlich zentral steht. Und ja, das war's dann wieder für diese Woche mit Biotech City. Falls ihr noch weitere Ideen habt oder irgendwelche Verbesserungsvorschläge, könnt ihr mir die gerne schreiben. Und nochmal ein großes Dankeschön an
Game TV, dass ihr mir so unter die Arme gegriffen habt, weil ohne euch wäre das jetzt nicht so schnell zustande gekommen. Also noch eine schöne Woche und man hört sich auf jeden Fall am Mittwoch wieder. Bis dann, ciao.